Das Eigenheim auf Rädern. Flexibel und klein. Wohnen auf weniger als 20 Quadratmetern. Immer mehr Menschen folgen dem Trend aus Amerika und streben nach dem einfachen Leben im sogenannten Tiny House. Das ist wie ein Stück weit eine Befreiung. Also das hier ist Leben auf das Wesentliche konzentriert. Die Minihäuser bieten den Besitzern noch weitere Vorteile. Sie sind ökologisch und kostengünstig. Die horrenden Mietpreise, ich weigere mich so ein Stück weit, die einem Vermieter weiterhin in den Rachen zu werfen. Ein Eigenheim für 40.000 bis 80.000 Euro. Ja, es bietet mir irgendwo die nötige Flexibilität, weil ich mich finanziell auch nicht zu stark verpflichte. Und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit Sicherheit. Doch das neue Eigenheim hat seine Tücken. Dauerwohnen auf dem Campingplatz ist nicht überall erlaubt. In Nordrhein-Westfalen sogar verboten. Wie groß ist die neu gewonnene Freiheit für die Mini-Hausbesitzer wirklich? Doch noch keine Verschalung dran, verdammt. Ja, an einem anderen schon. Echt? Ah, ja. Da ist ja schon wieder ein bisschen was passiert, ja. Schön. Ist immer wieder spannend, wenn man hier reinkommt, weil es immer ein bisschen weiter geht. In dieser Schreinerei in Hamm wird gerade Nadjas neues Zuhause gebaut. Ein Minihaus auf Rädern. Ah, die Wand ist sogar schon drin, toll. Das ist jetzt ihr neues mobiles Eigenheim oder wird mal? Richtig, genau. Also beziehungsweise besser gesagt, das ist ein Teil davon. Der zweite Teil steht da drüben. Wir haben uns, also mein Mann und ich, wir ziehen da ein. Und wir haben uns letztlich für die Zwei-Wagen-Variante entschieden. Und ich fand das ganze Konzept einfach spannend. Erstens mobil damit zu bleiben. Das heißt, wir können bei Bedarf auch immer wieder umziehen. Mitsamt unseres Heims. Das war ganz attraktiv für uns. Aber letztlich eben auch das ganze Thema, also ohne jetzt so sehr in die Ökoschiene zu rutschen, das ganze Thema Downsizing und eben auch das Ganze so ein bisschen ökologischer zu gestalten und ja, einfach seine Zeit auch draußen zu verbringen und Holz als Material nutzen zu können, das fand ich einfach schon immer spannend. Außenverschalung sehe ich gerade schon. Juhu! 18 Quadratmeter. Mehr Raum hat das Haus nicht. Deshalb wollen Nadja und ihr Mann zwei davon. Eins zum Schlafen und eins zum Wohnen. Kann man sich schon richtig was drunter vorstellen jetzt. Krass. Ja, toll. Dach ist auch drauf, ne? Ja. Ist dem schon. Ja. Hier, die Blende fehlt da oben noch. Ja, aber das Hauptdach ist schon drauf. Also es wird morgen auch fertig sein. Ja. Morgen wird das nächste auch fertig sein mit dem Dach. Und dann ist eigentlich geplant, zu Ende der Woche sind die Fenster drin. Ja. Und ich denke mal, dass wir spätestens übernächste Woche schon sehr, sehr weit sind. Das wird schon Ihr fester Wohnsitz. Ja, richtig. Wir haben da nichts mehr, wo Sie sagen können, ich fahre mal in unsere Wohnung. Ja, genau. Wir haben sonst nichts. Nein, da kommt alles rein, was wir haben. Wie wohnen Sie jetzt? Ach, wir haben über, wie sagt man so schön, Vitamin B, ein Zimmerchen im Studentenwohnheim bekommen, in dem wir im Moment schlafen, aber mehr auch nicht. Und von daher ist es ganz schön, dann jetzt langsam sein eigenes Heim dann zu haben. Das wird das Schlafzimmer. Hier hinter sozusagen haben wir dann eine komplette Schrankwand, die da reinkommt. Mit Schiebetürsystem, wenn wir das irgendwie realisieren. Dann haben wir, wie man sieht, eine riesen Terrassentür, wovon jetzt natürlich dann nur ein kleiner Teil auch wirklich zu öffnen sein wird. Ja, und dann kommt mittig schön das Bett und das war's dann im Endeffekt auch schon, ne? Also viel mehr kommt da tatsächlich nicht rein. Und nebenan? Mhm. Genau, also hier haben wir dann jetzt den Übergangsbereich. Das heißt, die beiden Wagen, der andere Wagen wird dann hier so davor stehen, sodass ich aus der Länge hier übergehen kann und habe dann hier wieder diesen kleinen Flurbereich. Und links haben wir dann das Badezimmer, das gerade noch so ein bisschen mein Sorgenkind ist, weil wir noch gucken müssen, wie wir das alles geregelt bekommen. Nadja lässt sich in Hamm nur die Außenhülle bauen. Den Innenausbau will sie selbst machen. Für Stefan Diekmann sind Tiny-Häuser ein ganz neues Geschäftsfeld.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sowas zu machen, Tiny-Häuser zu bauen? Wir sind auf die Idee gekommen, letztes Jahr, so Januar, Februar, ist bei uns die Idee geboren worden. Ich habe die Tiny-Häuser in Kanada schon gesehen und in Amerika schon gesehen. Fand das unheimlich spannend. Und dann letztes Jahr im September, Oktober angefangen, das erste Tiny-Haus zu bauen. Das hat so viel Spaß gemacht. Unser Team hatte so viel Spaß daran, dass wir also dann auch gesagt haben, okay, das verfolgen wir mal weiter, das Ziel. Und ja, so hat sich jetzt im Prinzip der Tiny-Hausbau bei uns entwickelt. Immer mehr Menschen interessieren sich für ein Mini-Haus. Kein Wunder bei der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die horrenden Mietpreise, ich weigere mich so ein Stück weit, die einem Vermieter weiterhin in den Rachen zu werfen, wo ich mir für denselben monatlichen Preis im Endeffekt meinen eigenen Bereich schaffen kann, mit dem ich, wie gesagt, auch mobil bleiben kann, gar nicht festgelegt bin. Sofern man denn einen Stellplatz findet. Großes Thema Stellplatzsuche. Ja, und ich meine, das ist in 10 Jahren im Endeffekt abbezahlt. Und danach sind alle Karten werden wieder neu gemischt. Und dann können wir noch mal gucken, was uns dann so umtreibt. Also diese Art der Flexibilität ist einfach das, ja, was ich so genieße daran. In diesem Campingpark im hessischen Braunfels hat Klaus Totschek einen Stellplatz für sein Tiny House gefunden. Seit ein paar Monaten wohnt der ehemalige IT-Berater hier auf 18 Quadratmetern. 35.000 Euro hat ihn sein neues Zuhause bislang gekostet. Ja, das ist mein Tiny House hier. Das habe ich 2014 angefangen. Und ich habe alles selbst gebaut. Es ist noch nicht fertig. Ich habe noch viel zu tun. Vielleicht fangen wir hier oben an. Das war auch so der erste Bereich, den ich gemacht habe. Das sind die Betten rechts und links. Ich habe also Wert gelegt auf 2 Einzelbetten. Die Treppe dazwischen ist eine Raumspartreppe. Und in der Treppe verbergen sich wieder die Schubladen, weil es mir wichtig war, hier auch den Raum komplett zu nutzen. Und man sieht also schon, wie viel da reingeht. Stauraum hat dieses Häuschen ohne Ende. Wichtig war mir auch eine gute Beleuchtung überall. Deswegen habe ich da sehr viele Beleuchtungskörper eingebaut. Hier ist meine Arbeitsecke, die ist auch noch nicht fertig. Da ist so eine ausklappbare Arbeitsplatte. Da sollen noch Regalböden hin. Und hier, wo ich jetzt stehe, das ist mein Küchenblock. Ich habe hier eine ganz normale Spüle. Ich habe eingebaute Müllsammler hier für den Biomüll, Kompostmüll. Ich wollte also möglichst umweltbewusst leben. Und wenn man dann mal in den Küchenbereich reinschaut und guckt, wie groß diese Schubladen sind, was da alles reinpasst, das ist schon enorm. Also das ist auch alles selbst gebaut. Und wenn wir jetzt mal hier rüber gucken, auf die andere Seite, habe ich einen Rest von meiner Bücherei. Also ich habe weit über 1000 Bücher habe ich verschenkt inzwischen. Das hier oben ist der ganze Rest. Das bleibt mal offen. Hier unten versteckt sich Wassertank, Wasserpumpe, Technik. Hier ist ein kleines Hauswasserwerk drin. Da kann ich mein Trinkwasser selber aufbereiten. Dann habe ich natürlich auch das Bedürfnis, ganz selten mal Fernsehen zu gucken. Also die letzten 3 Monate habe ich nicht geguckt. Aber ich habe mir dann gedacht, dann versteckst du wenigstens den Fernseher, dass er nicht so auffällt. Und das sind so Sachen, die kleinen Tricks des Alltags, ne? Hier hinten durch geht es dann ins Bad. Da habe ich also ein ganz normales Waschbecken. Da habe ich sogar eine kleine Waschmaschine hängen. Die habe ich seinerzeit noch extra aus Korea importiert. Da ist dann auch versteckt im linken Bereich ist eine Dusche. Und so kann ich auf kleinstem Raum leben. Ganz normal, aber ich habe alles selbst gemacht. Ich kenne jede Ecke in dem Haus. Und ich habe so ausgelegt, dass ich möglichst autark leben kann. Und vor allen Dingen, das Haus ist bezahlt, ich habe keine Bankschulden. Vorher hat Klaus Totschek mit seiner Familie in einem 130 Quadratmeter Haus gelebt. Die Miete hat seine gesamte Rente geschluckt. Jetzt wohnt er allein im Tiny House. Seine Frau lebt ein paar hundert Meter entfernt. Zu zweit war es ihr hier zu eng. Natürlich mussten sie sich von vielen Dingen trennen. Hat das wehgetan? Wir haben festgestellt, so viel haben wir mitgeschleift und hat sich angesammelt, was man seit Jahren nicht angepackt hat. Und das ist alles gnadenlos weggeflogen. Das ist wie ein Stück weit eine Befreiung.
Also das hier ist Leben auf das Wesentliche konzentriert. Also alles, was mir wirklich wichtig ist, die Bücher, die Musik, mein Modellbau, das ist da und der ganze Rest ist weg. Das belastet mich nicht mehr. Das ist eines von Nadjas Minihäusern, tatsächlich auf Rädern. Es ist unterwegs zu einem Campingplatz irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Wohin genau, dürfen wir nicht sagen. Dauerhaftes Wohnen auf Campingplätzen ist in NRW seit einiger Zeit verboten. In anderen Bundesländern wird es toleriert. Aber auch auf eigenen Grundstücken darf man nicht einfach in ein Minihaus einziehen. Da gibt es baurechtliche Hürden. Nadja und ihr Mann Christian haben das Einverständnis der Campingplatzbetreiber. Mehr aber auch nicht. Und, was sagst du? Wahnsinn. Das ist viel höher, als ich dachte. Viel höher. Ja, ich habe mich auch erschrocken. Auch nochmal Wahnsinn, ne? Ja, in der Halle sah das deutlich beeindruckender als auf den Fotos. Ja, genau. Ja, in der Halle sah das auch gar nicht so krass aus, weil die Halle, wo die drin gebaut wurden, einfach so imposant und so hoch ist. Ja, aber so auf dem Platz schon fast ein bisschen Wahnsinn, erschreckend. Ja. Boah, und dann auch die riesen Fensterfronten. Das ist klasse. Das ist gut, ne? Ja. Auf jeden Fall. Schön. Sie sehen das jetzt zum ersten Mal? Ja. Ja, richtig. Ja, ich sehe es. Also ich habe es auf Fotos halt gesehen, ne? Natürlich. Nett, die hat mir ein paar Fotos geschickt. Aber jetzt in live, ich konnte den Bau halt leider nicht begleiten, beruflich. Und jetzt sehe ich es halt zum ersten Mal, klar. Ja, und die Erwartungen sind auf jeden Fall übertroffen. Ja? Also richtig schön. 3, 2, 1, los! Jetzt muss das Eigenheim nur noch an den richtigen Platz. Gar nicht so einfach. Zum Glück haben Nadja und Christian tatkräftige Helfer. Ja, also müsste, sollte. Jo. Hier ein bisschen hoch, ne? Aber scheißegal. Und irgendwann steht es dann. Ja, scheißegal. Hast du den Boden gesehen? Geil, ne? Hast du mein Waschbecken schon gesehen? Ja. Hammer, ne? Voll gut. Yes. Hier speisen Könige. Ja. Ich hätte auch gerne so ein Klo gehabt, aber. Da kommt Haus Nummer 2. Und die neuen Nachbarn sind auch schon da. Halten sich aber entspannt zurück. Erstmal nur gucken. Die alles mit Schocker zu machen. Ja, natürlich. Also für mich wäre das zu hoch. Nur die alles heizen. Ja, die neuen Minihäuser werden von so manchem noch eher skeptisch beäugt. Los! Ist das schon rum? So, jetzt muss Haus Nummer 2 im richtigen Winkel an Haus Nummer 1 gestellt werden. Und zwar so, dass man ohne Probleme von einem ins andere gehen kann. Und rum, ne? Rum. Kann doch nicht. Okay, dann weiter einfach. Eine echte Herausforderung finden nicht nur die Nachbarn. Der passt doch nicht durch. Wobei, wenn ich mir das so angucke, keine Ahnung, was wir da geplant haben. Aber das sieht nicht gut aus. Passt das? Ja. Jetzt muss ich ab hier, ne? Passt das, Kassi? Ja, hier ist auch ein bisschen Platz. Nur nicht hier einen ganzen Meter verschenken, ne? Ey, wir müssen. Das geht ja nicht. Hier. Hier ist ja, die wollen ja erstmal nur drehen. Nach vorne noch ein bisschen. Hier steht der Scheiße so. Zu. Ja, guck mal, wir können ja jetzt nicht zurückziehen. Da müssen wir gar nicht mehr. Ist das warm genug? Ne? Klaus Totscheks Tiny House steht in Braunfels perfekt. Aber es gibt immer noch was zu tun. Und hier kommt Hilfe von der Campingparkleitung. Hi, danke. Ja, ja, bisschen früh, aber naja. Ja, deine Paletten sind da. Ja, super. Ich würde mir damit gerne eine Eingangstreppe machen. Wenn wir die gleich da vorne hinlegen und nachher ausrichten, da kann der Sascha mir ja helfen. Ne? Warte mal, Sascha. Ich möchte hier die Treppe weg haben. Und stattdessen die Paletten hin. Und dann kann man endlich bequem auch reingehen. Ne? Wir müssen mal gucken, wie es passt. Also das weiß ich noch nicht. Guck mal, wie es passt. Ja, das wäre, glaube ich, gut. Ne? Genau, guck mal, die steht doch schon in der Waage fast. Ja, fast. Mal schauen. Oh, guck mal hier. Super. Und hier die Fußmatte hin. Und dann trage ich endlich keinen Dreck mehr rein.
Ingo, darf ich dich in meinen königlichen Räumlichkeiten begrüßen? Ingo gehört der Campingpark. Schön. Warst du eigentlich schon mal drin, Jörn, ne? Einmal, ja, wo du hierher gekommen bist. Ja, ja. Wie finden Sie das hier mit dem Tiny House? Ja, es ist schön, klein, gemütlich, stelle ich mir im Winter sehr, sehr schön vor. Ich sag mal, ist schnell beheizt, ne? Und ich sag mal, wer es mag, ist schön. Ist das eigentlich hier erlaubt, dass man hier bei Ihnen wohnen darf, richtig hier in so einem Tiny House? Also, wir sind ein Campingpark und Campingpark ist eine andere Definition als wie Campingplatz. Und hier ist 365 Tage wohnerlaubt. Haben Sie lange gesucht, bis Sie einen Platz gefunden haben, wo Sie wussten, dass Sie da richtig leben dürfen? Ja, ich hatte erst einen Platz im Westerwald. Das war ein ganz einsamer, kleiner, privater Platz. Und da war das auch nur halblegal. Und da habe ich dann festgestellt im ersten Winter, das war so einsam, dass ich nach 2 Tagen anfing, mit den Gänsen zu reden. Und dann habe ich beschlossen, ich muss umziehen. Und dann habe ich mein Haus genommen und bin hierher gekommen. Hier will Klaus Totschek erstmal bleiben. Vielleicht sogar für immer. In Braunfels muss er sich keine Sorgen machen, verjagt zu werden und kann sein Tiny House und seinen Vorgarten ganz in Ruhe noch besser gestalten. Sie hätten doch einfach einen Wohnwagen sich kaufen können. Wäre es nicht einfacher gewesen? Ach ja, also das Gefühl in dem Wohnwagen ist ganz anders. Das ist halt, Wohnwagen ist überwiegend Plastik, Aluminium, Styropor. Und hier habe ich eine reine Holzumgebung. Und habe als Isolierung Hanf. Das ist ein ganz anderes Wohlfühlgefühl da drin. Und dann kommt natürlich noch die Höhe dazu. Also durch die Höhe von dem Tiny hat man ein ganz anderes Raumgefühl. Deswegen kam Wohnwagen überhaupt nicht in Frage. Also auch wegen der Winterfestigkeit. Und der Preise. Weil ein guter Wohnwagen, der kostet halt auch richtig Geld. Sind Tiny-Häuser für Sie auch so ein bisschen die Zukunft des Wohnens? Mit Sicherheit. Wir haben ja das Problem, dass wir eine steigende Altersarmut haben, dass junge Familien Mühe haben, bezahlbare Wohnungen zu finden. Es fehlen Massen an Wohnungen in Deutschland überall, gerade in den Ballungsgebieten. Und es gibt überall leerstehende Grundstücke, die man mit Tiny-Häusern oder auch mit größeren, mit Mobilheimen nutzen könnte. Deswegen ist das für mich wirklich eine Zukunft. In seinem Tiny House kann Klaus Totschek mietfrei leben. Aber er will noch mehr. Von nichts und niemandem mehr abhängig sein. Strom selbst machen, das Wasser selbst produzieren, Heißwasser produzieren mit der Sonne und im Winter mit dem Holzofen. Das ist so das Ziel, also weg von der Abhängigkeit von den öffentlichen Versorgern. Also ich glaube, dass ich jetzt schon sehr geringe Nebenkosten habe, weil ich ganz wenig Strom verbrauche. Ich habe sehr geringe überall LEDs eingebaut und 12-Volt-Verbraucher. Und der Wasserverbrauch hat sich so bei ungefähr 100 Liter pro Woche eingepegelt. Und das ist das, was ein normaler Mensch wahrscheinlich so pro Tag normal verbraucht. Sie duschen nicht? Doch, ich dusche. Aber ich habe keine Wasserspülung im Klo. Das spart schon unheimlich Wasser, weil ich so eine Trenntoilette habe, also ein Kompostierungsklo. Die Toilette ist Nadjas und Christians geringstes Problem. Aber wenigstens stehen ihre Minihäuser endlich so wie geplant. Jetzt wartet der Innenausbau, den die beiden mehr oder weniger allein machen. Und nein, sie sind handwerklich nicht geschult. Nadja ist Diplompädagogin und Christian Sportwissenschaftler. Schatz, ja? Kannst du mal gucken? Christian arbeitet gerade an der Arbeitsplatte für die Küche. So richtig tief gehen die nicht wahrscheinlich. Zu hart. Ne? Aber ist egal, bist du mit dem Messing dann auch noch mal drüber gegangen? Ja, könnte ich auch noch mal versuchen. Vielleicht kann das ja noch ein bisschen was rausholen. Das weiß ich aber nicht, weil das ist Stahl und das ist das Härteste. Wenn das ein Tischler sieht, ey. Ja, sowas habe ich gedacht irgendwie. So eine kleine Einkerbung. Ja, okay, gehe ich da noch mit dem Fein drüber gleich. Ja, das reicht ja schon vielleicht. Hm? Theoretisch hätte ich das ganze Tiny House gerne selbst gebaut, aber das wäre für uns ohne handwerkliche Vorkenntnisse und wenig Geschick wahrscheinlich eine Lebensaufgabe geworden. Nicht ungefährlich. Und dann auch noch also das Klima macht ja auch total viel aus. Also ich denke, dass wir in zum Beispiel Mexiko einfach irgendwas
abgedonnert hätten. Und es wäre schon gut gewesen. Aber hier muss man ja, ja die Feuchtigkeit, genau, Feuchtigkeit beachten und so weiter und so fort. Und das ist ja, einfach noch ein bisschen schwieriger. Was ist für Sie der Reiz an so einem Tiny House? Der Reiz für mich ist, es bietet mir letztendlich, also ja, es bietet mir irgendwo die nötige Flexibilität, weil ich mich finanziell auch nicht zu stark verpflichte. Und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit Sicherheit. An diesem Ort ist der besondere Reiz einfach nochmal, dass wir sehr naturverbunden hier leben können auch. Ne? Also dass es ruhig ist, dass wir auch sehr smarte Lösungen haben letztendlich. Ne? Klein, aber fein. Ja, es ist idyllisch hier. Und irgendwann wollen Nadja und Christian die Natur so richtig genießen. Aber erstmal muss alles fertig werden. Mussten Sie auf Sachen verzichten, wegwerfen, wo Sie sagen, konnte ich nicht mitnehmen? Nein. Sie hatten noch nie viel? Nee, also eigentlich so nach dem Studium nicht haben wir uns mehr, eigentlich nie, haben wir immer klein gelebt. Ne? Einfach, ne? Weil wir einfach das Geld lieber dann auch ins Reisen gesteckt haben oder auch in Freizeitbeschäftigung auch. Und das war mir immer eigentlich wichtiger. Also mir ist es einfach mal wichtiger, so meine Freiheiten, die man ja Gott sei Dank in Deutschland hat, auch irgendwie nutzen zu können. Und ich wollte mich eigentlich auch nie irgendwie großartig finanziell an gewisse Dinge binden, sodass ich dann gezwungen bin, irgendwie ein oder zwei Jobs aufzunehmen und dann eigentlich auch kaum Zeit habe, das, was ich zu Hause habe, auch, ich meine, die Hälfte von den Sachen nutzt man ja kaum. Wir hatten gefühlt nicht viel und haben davon noch unfassbar viel verkauft und verschenkt und irgendwie halt aufgegeben. Und ja, also das macht für mich total viel aus. Man hat erst gar nicht die Möglichkeit, sich mit irgendeinem Krempel voll zu müllen, den man sowieso nicht nutzt, sondern auch da muss man ganz bewusst drauf gucken, was man wirklich braucht. In den nächsten Jahren wollen Nadja und Christian nur im Sommer in ihren Minihäusern wohnen. In den kalten Wintermonaten wollen sie wärmere Länder bereisen. Aber auch die Sommer sind in Deutschland ja nicht immer schön. Was ist, wenn es regnet? Geht man sich dann nicht schnell auf den Wecker? Also da sind wir, glaube ich, die Sorte ekliges Pärchen, die ganz gut miteinander auskommen. Wenn ich mir so recht überlege, mehr als 50 Quadratmeter hatten wir eigentlich nie zu zweit. Ne? Sind jetzt seit 9 oder 8 Jahren zusammen. Und ja, extrem war natürlich dann, als wir mal ein Jahr rumgereist sind, so, nach 3 Monaten war mal so ein Punkt, wo man sich sagte, oh, vielleicht reist man mal kurzzeitig alleine weiter. Aber eigentlich ist es klar, dass man immer in die gleiche Richtung guckt. Ne? Es verändert halt das Zusammenleben. Es wird eigentlich sogar ein bisschen besser, intensiver. Man überlegt sich halt vielleicht mal vorher, was man sagt. Ne? Weil man weiß ganz genau, okay, wie kann ich es jetzt zum Eskalieren bringen oder nicht. Ne? Also ich weiß genau, wann ich das Vorwurfskarussell anschmeißen kann und wenn es so hoch geht. Aber ich weiß auch genau, wenn ich dann mal besser die Klappe halte und vielleicht mal 10 Sekunden erstmal nichts sage und das Ganze vielleicht erstmal ein bisschen beruhige. Ne? Also es ist ganz spannend eigentlich. Also eigentlich wird es intensiver und eigentlich wird es auch schöner. Ich meine, die Beziehungen scheitern ja trotzdem. Viele haben viel Raum. Ne? Die Deutschen sind angeblich Raumfresser und haben viel Platz für sich. Und trotzdem scheitern die Beziehungen nach einer gewissen Zeit. Ne? Also das weiß ich halt aus dem Bekanntenkreis. Und obwohl die genug Platz haben, also daran kann es nicht liegen letztendlich, ne? An den Platzverhältnissen, meiner Meinung nach. Nadja, was ist denn mit Kindern? Haben wir für uns ausgeschlossen. Also, das wäre ja dann ein Problem hier in so einem kleinen Haus. Das würde ich auch nicht unbedingt sagen. In anderen Kulturen gibt es noch weniger Raum. Und das funktioniert auch. Ja, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass es geht. Es ist eine Frage des Wollens. Aber Sie wollen es nicht. Der Kinderwunsch ist einfach so nicht da. Und genau, insofern ja, sind wir da noch ein Stück weit freier. So, dann zeige ich euch jetzt einmal unser kleines Reich. Genau, wo ich gerade herkomme, ist ja so dieser Küchenbereich, Küchen- und Eingangsbereich. Hier sind wir jetzt im Badezimmer angekommen. Hier ist auch schon ein bisschen was passiert. Genau, diese ganze Innenverrohrung ist schon gelaufen. Da hatten wir tatkräftige Unterstützung. Das WC läuft sogar schon seit 2 Tagen. Hier haben wir dann diesen ganzen Bereich Warmwasserboiler. Waschmaschine wird hier hinkommen. Und dann können wir auch noch mal irgendwie so ein paar Regalsysteme entsprechend anbringen. Genau, Dusche. Und in denselben Wagen haben wir dann einfach noch unseren Schlafbereich, der jetzt noch quasi Abstellkammer ist. Hier haben wir sämtliches Zeugs, das wir besitzen, im Moment noch gelagert. Hier ist also noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Das ist alles, was Sie besitzen, was jetzt hier drin ist? Naja, also Möbel sind im Moment noch bei meiner Mutti untergebracht. Und da sind schon auch noch so ein paar Mitbringsel von der Reise, so Hölzer und Muschelgedöns, was man halt mal so gesammelt hat. Aber sonst war es das, ja. In Braunfels will Klaus Totschek ein paar Nachbarn besuchen. Helena, Jupp, morgen.
Hi. Na, ihr seid ja schon wieder schwer fleißig, hä? Was hast du denn vor, Geländer? Helena lebt hier seit ein paar Monaten auch in einem Minihaus. Um Geld zu sparen, hat auch sie viel selbst gemacht. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb sie hierher gezogen ist. Ich fühle mich nicht so alleine wie in der Wohnung. So ist es. Ich habe bis jetzt im eigenen Haus gelebt. 43 Jahre. Und das haben sie aufgegeben? Ja. Weil ihnen das zu einsam war? Ja. Na? Und ich bin jetzt seit, ich bin schon 7 Jahre hier auf dem Bimbas, aber hier auf dem Platz bin ich seit April, gell? Kann man sagen, ja. Na, und dann tue ich halt, was ich kann, nach und nach. Nächstes Jahr bin ich fertig. Sie wohnen hier allein? Ja. Aber Sie haben Helfer? Ja, das ist mein Nachbar, der wohnt da drüber. Gell, Josef? Richtig. Josef, und für Sie ist das auch eine Alternative, hier zu leben, als in der Stadt irgendwo in der Mietwohnung? Ich habe zwar noch, ich hatte Haus in Selbach und das habe ich meinem Sohn gegeben und derzeit bin ich hier. Habe zwar da noch eine Wohnung, aber die nutze ich so gut wie gar nicht. Man kann sich ja verwirklichen. Ich habe gesagt, so, jetzt mache ich mit Terrasse, da baue ich mit Terrasse. Ne? Ja, wir haben bei mir gerade eine Treppe gemacht aus Europaletten, also mal provisorisch erst. Und da will ich auch sowas drauf machen, das finde ich schön. Also wenn mir mein Sohn keine macht, dann mache ich das hier genauso. Nur ich will das so zumachen, dass zwei Seiten zu sind mit Fenster und dann die Treppe so runtergehen. Ja. Ja. Bin schon 70, gell? So. Ja, das muss ja auch mal gesagt werden. Ja, genau. Ja, wenn ich mit 70 noch so fit schnell bin, dann bin ich froh. Nadja und Christian haben endlich ein neues Zuhause. 6 Wochen hat der Innenausbau ihrer Minihäuser gedauert. Das meiste haben sie selbst hinbekommen. 50.000 Euro hat das Eigenheim insgesamt gekostet. Ein paar Kleinigkeiten wie die Terrasse fehlen noch, aber das hat Zeit. Hauptsache, die wichtigen Dinge im Haushalt funktionieren. Hey. Hallo. Dankeschön. Wie war die erste Nacht? Perfekt, also definitiv gut. Also sehr ruhig, hier ist es super ruhig und war einfach schön. Das Klima war gut. Da wir hier so schön in der Natur sind, ist es nachts ein bisschen dummelartig. Also wir hören die neuen Geräusche, nicht mehr Stadtgeräusche, sondern eher so Naturgeräusche, muss man sich dann auch erstmal nochmal gewöhnen. Und es gibt noch ein Problem. Nadja und Christian dürfen auf diesem Campingplatz eigentlich nicht dauerhaft wohnen. Das ist in Nordrhein-Westfalen offiziell verboten. Macht Ihnen das Angst? Hier ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die uns das Grundstück verpachtet haben, da doch auch sehr hinterstehen. Insofern mache ich mir, also ich bin sowieso, glaube ich, eher ein Mensch, der sich wenig Sorgen macht. Und auch da lasse ich es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Wir sind ja hier gar nicht gemeldet. Ja, genau. Also letztendlich campen wir ja hier. Ja. Bei den hohen Mieten, Altersarmut, könnte das eine Zukunft des Wohnens sein? Wir haben eher immer wieder Leute, die uns fragen, kann man wirklich so wohnen? Ja, skeptisch. Genau, die halt sehr, sehr skeptisch sind, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Insofern, ja, weiß ich nicht, es gibt solche, keine Ahnung. Also für in Deutschland, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das die nächsten Jahre oder Jahrzehnte so schnell eintreten wird. Für Nadja und Christian jedenfalls ist ein Tiny House genau das Richtige. Ich habe da eine Vision und Vorstellung davon, wie das in ein paar Jahren hier sein wird. Und ich denke, es wird ein kleines Paradies werden.